Wie uns Skorpione helfen können, zukünftig gefährliche Hirntumore zu behandeln, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Gliome zählen zu den gefährlichsten bösartigen Hirntumoren. Im Gehirn ist ein solches Gliom durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke vor verschiedenen Substanzen geschützt. Die Blut-Hirn-Schranke ist eine physiologische Barriere im Gehirn, die das Gehirn vor potenziell gefährlichen Substanzen schützen sollte, wie zum Beispiel vor verschiedenen Toxinen. Damit sich die Tumorzellen im Gewebe ausbreiten können, benötigen sie verschiedene Hilfsmoleküle. Eines dieser Hilfsmoleküle ist die sogenannte Matrixmetalloproteinase 2. Dieses Enzym interagiert mit der extrazellulären Matrix, also dem Raum zwischen den Zellen, und ermöglicht es dem Tumor, sich im Gewebe auszubreiten. Während sich die Tumorzellen im Gewebe ausbreiten, kommt es zu einer dramatischen Veränderung ihrer Größe und ihrer Form. Damit diese Veränderungen stattfinden können, benötigen die Gliomzellen sogenannte Ionenkanäle, die für Chloridionen durchlässig sind. Und diese Ionenkanäle werden nur in Gliomzellen exprimiert und fehlen in den restlichen Gehirnzellen. Nun gibt es ein Neurotoxin aus dem Gift vom Skorpion Leiurus quinquestriatus, einem der gefährlichsten Skorpione der Welt. Und dieses Neurotoxin hat eine hohe Affinität zu diesen Chloridionenkanälen. Das Gift blockiert die Ionenkanäle. Zudem hemmt es auch die Metalloproteinasen der Krebszellen in ihrer Aktivität und reguliert diese herab. Damit hat Chlorotoxin eine anti-invasive Wirkung auf Krebszellen. Es hemmt ihr Wachstum und ihre Ausbreitung. Diese Eigenschaft kann man sich in der Diagnostik und der Therapie von Gliomen zunutze machen. Wenn euch dieses Video bis jetzt gefallen hat, abonniert meinen YouTube-Kanal. Hier gibt es jede Woche neue Videos über giftige Tiere und andere Themen aus der Biologie. Gleichzeitig rechts unten die Glocke aktivieren nicht vergessen, dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. In Versuchen konnte gezeigt werden, dass auch andere Krebsarten mit Chlorotoxin interagieren. Damit stellt Chlorotoxin einen wichtigen Kandidaten für die Entwicklung von Medikamenten zur Krebsbekämpfung dar. Chlorotoxin hat bereits präklinische Studien in Bezug auf die Sicherheit bei seinem Einsatz bestanden und gewann eine Genehmigung der Behörde für Lebens- und Arzneimittel für den Einsatz in einer klinischen Studie der Phasen 1 bis 2. Also es gewann eine Genehmigung, dass es bei einer Studie auch an Menschen eingesetzt werden darf. Chlorotoxin kann man an magnetische Nanopartikel binden und diese dann einem Patienten verabreichen. Durch die hohe Affinität des Chlorotoxins zu den Chloridionenkanälen kommt es zu einer Ansammlung der Nanopartikel im Bereich des Glioms. Diese kann man dann mittels MRT nachweisen. 2019 ist es Wissenschaftlern gelungen, Chlorotoxin mit Polyethylenimin-Dendromeren zu verbinden. Als Dendromer wird ein komplexes Molekül bezeichnet, welches eine verzweigte Struktur hat, ähnlich wie ein Baum. An solche Dendromere kann man verschiedene andere Moleküle ranhängen. Die Dendromere wurden dann noch mit einem radioaktiven Jodisotop markiert. Des Weiteren schloss man zusätzliche Goldnanopartikel in die Dendromere ein. So erhält man Partikel, welche unter anderem aus einem Dendromer, dem radioaktiven Jodisotop, Chlorotoxin und einem Gold-Nanopartikel bestehen. Diese neu entworfenen Partikel sind in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu überqueren und sich mit den Tumorzellen zu verbinden. Nachdem sich die Partikel mit den Tumorzellen verbunden haben, kann man sie mittels Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie nachweisen und dadurch eine gute Diagnose erstellen. Zudem kann man sie in der Radionuklidtherapie zur Behandlung des Tumors einsetzen. Bis jetzt wurde dies an Ratten getestet, könnte aber zukünftig auch beim Mensch dazu dienen, um einen der bösartigsten und gefährlichsten Hirntumoren, den Garaus, zu machen.
und auf diese Weise helfen uns Skorpione, Tumore zu behandeln. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert diesen YouTube-Kanal, das würde mich sehr freuen. Wenn euch diese Themen interessieren, schaut mal in der Videobeschreibung nach, dort sind die ganzen Quellen angegeben. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.